Ich kann nicht so gut Deutsch sprechen. Du kannst nicht so gut Deutsch sprechen? Nein. Du, in der heutigen Zeit ist das gar kein Problem. Okay. Da bist du nicht die Einzige. Du, mir fallen auch ab und zu mal ein paar Wörter ein, die findet man im anderen Land, glaube ich, eher als bei uns. Das ist aber völlig egal. Selbst wenn du gar kein Deutsch sprechen könntest, heute hast du mit deinem Körper gesprochen. Ah, danke. Und du hast die richtigen Worte gefunden. Herzlichen Glückwunsch für den internationalen deutschen Meistertitel dieses Jahr in der Frauenphysikklasse. Warum diese Klasse? Weil letztes Wochenende die Jury hat mir gesagt, dass in Physikklasse geht nicht. Und haben Sie auch einen Grund genannt? Ich hatte viel Muskel für diese Klasse und ja, deswegen musste letzte Woche alle neue Posen üben und ein Kur machen in kurzer Zeit. Oh, war wirklich verrückt. Aber guck mal, es hat sich gelohnt. Ja. Und an dieser Stelle ist es auch immer interessant natürlich, wenn die Jurymitglieder so ein bisschen nochmal ihre Informationen, ihr Wissen weitergeben, um die Athleten vielleicht nochmal in eine andere Schiene zu lenken. Weil letztendlich haben wir heute gesehen, das war die perfekte Klasse für dich. Ja, ich finde, ist die perfekte Klasse für mich. Ist weiter, ist weiter oder ja. Gefällt mir das. Gefällt mir die Physikklasse. Ich werde in Physikklasse bleiben. Okay. Ja. Das heißt also, wir sehen dich wann wieder? In Bremen. Hm? Ja, in Bremen. In einer Woche, in eine nächste Woche. Okay. Ja. Also das heißt also für dich heute ab nach Hause, Diät wieder vorbereiten, kochen, kochen, kochen. Ja. Morgen heißt es wieder Gas geben. Ja, mein Coach ist hier. Und dann sind wir mal gespannt. Coach, hey. Komm mal ganz kurz. Die Frau wollte ja erst in eine ganz andere Klasse damals gehen, wa? Also erstmal eins dazu sagen, die Frau ist erstmal 49, hat zwei Kinder. Und als sie damals zu mir kam, war alles offen. Und ja, und jetzt haben wir uns entschieden, erst die Figurklasse zu machen. Da haben wir richtig auf den Kopf gekriegt, letzte Woche bei der Süddeutschen. Aber für uns war das so, also wir, wie gesagt, sind rausgeflogen, nicht mal im Finale, gar nichts, weil wir einfach darauf hingewiesen worden sind, wir sollen unbedingt Physik machen. Haben dann natürlich das angenommen, haben jetzt die ganze Woche ganz, wirklich hart gearbeitet und war wirklich, also wirklich harte Arbeit, weil man kannte die Posen ja für sie gar nicht. Und ja, das war so jetzt erstmal das Grundprogramm, denke ich mal. Jetzt kann man ein bisschen feilen. Ziel ist ganz klar, jetzt die WM-Quali noch zu machen und am besten mit nach Spanien zu gehen. Ja, ja, ich würde sagen, da steht gar nichts mehr im Wege. Du hast für dich die perfekte Klasse gefunden, hast den perfekten Vorbereiter gefunden. Also von daher, was machen wir hier heute Abend rein? Eis für die Kiddies oder Sekt für die Mama? Sekt für die... Sekt. Ein Sekt. Das andere Mama. Ist privat alles. Ein Sekt. Okay, Sekt machen wir rein. Aber für euch Kiddies gibt es dann auch nochmal Eis. Wir wünschen dir weiterhin viel, viel Erfolg und drücken natürlich die Daumen und ja, bis bald. Ja, bis bald. Danke dir. Gerne, gerne. Viel Spaß noch. Danke.